Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Diablo 2 Remodded Let's Play mit unserem Yeti und unserem Schüler. Jo, ich bin ein bisschen mit dem Druiden aktiv gewesen. Okay, jetzt schießt er. Und ja, ich habe ein paar Unix gefunden, Sets und ja, Runen vor allem. Und ein paar Charms, die kann ich nachher gleich mal ausrüsten. Wann haben wir das nächste Waypoint? Vielleicht im Gefängnis. Ich glaube, im Gefängnis gibt es gar keinen Wegpunkt mehr. Jo. Genau, die KI spinnt wieder ein bisschen. So. Gut. Jo, der Mod macht richtig viel Spaß. Ich muss mich bald umskillen, weil eben ja, die KI ist nicht so gut. Und so schnell ist er jetzt auch nicht. Da sind andere Charakterklassen schneller leider. Sind die Beschwörungen doch nicht ganz so gut. Weil zum Beispiel der Wolf und der Bär sind ziemlich gut. Da gibt es noch so einen Bartfinder, irgendwie so etwas. Rankenkrieger in einem Busch. Der ist noch sehr gut. Macht halt Giftschaden und deshalb nicht so schnell Schaden, aber... ein bisschen doof gelaufen. Aber ja. Er macht sehr viel Spaß, auch wegen den Raben. Die muss man zwar immer wieder neu casten, aber sie machen auch sehr viel Schaden. Und das einzige Problem, das ich habe mit dem Beschwördruiden, ist, ich habe keine Beschwörungskraft, glaube ich, heißt es oder so. Ich kann also nicht mehrere Wölfe oder Bären einfach zu mir holen. Geht leider nicht. Ist, scheinbar vom Modder so gewollt, dass nur der Necromancer Beschwörungskraft bekommt. Ist ein bisschen doof, ist ein bisschen einseitig, aber... Jo, vielleicht werde ich mal einen Skelett-Necromancer machen, sondern einen Golem-Necromancer. Und dann probiere ich auch mal aus, wie viele Skelette man holen kann und so. Mal gucken. Jo, und sonst... ja, also der erste Akt ist gut, der zweite Akt ist sogar besser, den habe ich schon gemacht, weil ich bei Andariel nicht warm wurde, das werdet ihr dann sehen, die droppte ein bisschen zu wenig und ich wollte einfach mal ein bisschen vorausschauen, wie der Mod so funktioniert, worauf muss man achten und so weiter, dass ich auch Unix habe und so. Sind aber, ja, also Unix und Sets sind aber meistens nicht gar nicht so stark. Man kann aber gutes Zeugs noch craften dann im Endgame. Aber mal schauen, wie es so ist. Also es ist ja jetzt einfach zeitlich gut gewesen zwischen den Regnum Grinds und den Last Epoch Grinds. Noch ein bisschen remoted zu grinden, seit dem letzten Part. Habe ich noch genug Zeit gehabt, weil es mir auch nicht so gut ging. Ja, bin ich meistens am PC gewesen, schlaflos oder so. So, ich dachte, man muss hier hoch, aber es sieht nicht so aus. Das ist nämlich nur noch ein Versteck. Ein versteckter Raum. Und sonst... ist recht groß, ja. Den Stoßhelm zahlen. Stoßzahnhelm natürlich. So. So. Ja, so zweimal. Können wir ersetzen. So. Und ja. Die Sachen ohne Bonis nicht mitnehmen. Die keine zu Fähigkeiten und so haben. Oh, hier ist da der Ding, Gebietsboss, genau. Kommt rein, bitte alle. Die Osain-Rüstung ist, glaube ich, für die Assassine oder so. Nein, für den Necromancer, glaube ich. Weiß auch nicht, was das... Ja, Necromancer. Hat aber keine Bonis drauf, scheinbar. Okay, das Gebiet ist doch nicht... mit dem Boss. Der Raum.
Okay, ein Wolfskopf. Also es gibt für die Assassine gibt es, glaube ich, Wurfklingen noch. Dann gibt es noch so einen kleineren Wolfskopf. Okay, wir sind weiter. Gut. Dann gibt es für den Paladin noch eine Rüstung. Und für sie gibt es auch eine Rüstung für die Sorcerin. Oh. Jo, was gibt es dann noch Neues? Also einfach immer wieder die Gegner, vor allem die Geschosse von den Gegnern sind immer sehr stark. An den Bossen hat sich, glaube ich, gar nicht mal so viel getan. Gar nichts. Oh, sie ist gestorben. Wieso können Jägerin mit einem Schuss sterben? Nur nicht die KI so schlecht wäre. Na gut. So, hier müssen wir nicht weiterbleiben. Die Katakomben haben, glaube ich, nur ein oder zwei Levels. Das ist auch gut. Wie das Gefängnis. So, schauen wir zuerst einmal kurz einfach die Sachen, die ich gefunden habe. Ich habe natürlich viel gefarmt. Ich habe gegrindet und gegrindet. Und hier sehen wir es vor allem an den Edelsteinen, oder? Und hier sind die Charms, wo schlecht sind. Zum Beispiel habe ich hier auch Leben pro Treffer. So Sachen. Dann hier viel mehr Runen, oder? Auch Amt-Runen schon. Und jo, hier vor allem die guten Charms, die mache ich jetzt mal hier alle runter. So, dann haben wir ein bisschen Leben, ein bisschen Widerstand. Ja, wieder Widerstand und Abklingzeiten reduzieren. Und hier sind alle Unicorn-Sets, die ich gefunden habe. Zwei Katan-Siegelringe. Und glaube ich nochmals eins, zweimal genau diesen Eisenharz-Hörner. Und hier auch ein neues Set, Inselrufe für Skovos. Skovos Doom, okay. Jo, Prime Sets. Genau. So, das ist der Stiefel. Und haben wir irgendwas mit... Genau, hier haben wir zum Beispiel maximale Widerstände und alles Mögliche. Sehr gut. Das hilft uns schon ein bisschen weiter. Und weil wir ja gut Mana haben. Genau. Das wäre auch ziemlich gut, aber brauchen wir momentan nicht. Ja, schade, haben wir nichts für Gift. Ich könnte Leben absaugen, der Dinge. So, der Jägerin. Die kann es noch nicht tragen. Ist erst Level 8. Ja, ist klar, dass es nicht geht. Muss eine neue nehmen und... Ja, den Wüstensöldner nehme ich nicht. Nehmen wir doch Diesel. Diesel, no. Das klingt gut. Ah, ich habe das Geld reingetan. So ein Mist. Wie cool wie die auch aussieht, die... Sehr nett, Tritti. So. Also, jetzt können wir das tragen. Danke. Danke. Also, sie kann es tragen, eh. Dann kann sie das noch tragen. Bodenbeschwör geht nicht auf ihr. Ja, das reicht. Und diese Rüstung. So, und jetzt bitte nicht mehr so oft sterben, gell? Genau. Ich wollte noch kurz schauen, ja. Wir haben ein paar Schädel und eine Rune. Ich glaube eine Ralle-Rune, oder? Ja. Okay, gut. Dann noch den Schrott verkaufen. Guten Abend. Feuersturm brauchen wir nicht. Wärme auch nicht. Nö. Sachen nicht. Ja, Lehrling, aber dafür. Ihre Eisklon, genau. Ah nein, der Eisklon ist ein anderer. So. Also. Jetzt sind wir ein bisschen besser gewappnet für Andariel. Machen wir doch mal.
den anfängt. Bis zur anderen Area, dann schauen wir mal, wie gut sie besiegbar ist. Mit dem Lehrling und so. So wie es aussieht, ist oben irgendwie ein Raum. Und bitte nicht immer so direkt sterben, irgendwie. Ich muss nicht hier in den Donnerbällen sein. In den Kugelblitzen. So, wir gehen einfach mal hier runter zuerst. Genau, Yeti. Das ist richtig. Immer schön herhalten. Okay, sie ist tot. Oder er ist tot. So, hab ich den nicht erwischt. So, noch einen. Noch mehr. Manchmal übertreibt der Mod mit diesen bösen Viecher. Also was hatten wir? Wir haben gesagt, wir nehmen Frostsphäre. Übrigens Blitz. Wie heißt er? Also Blitz gibt es auch, aber Gewitter, genau. Wurde jetzt zum Druiden-Spell. Und ja, ist natürlich dort ein bisschen besser aufgehoben wegen den Stürmen und alles Mögliche. Jo, finde ich eine gute Idee. Dafür hat einfach die Sorcerin neue Zauber bekommen. Ja, ein Unique ist gebrockt. Ja, ziemlich viel los hier unten. Also wir brauchen viel mehr Leben erstmal. Genau, hier haben noch Kettenblitz und ja. Das Gewitter ist weg. Also wir haben ja gesagt, wir tun ihn besser machen. Und hier brauchen wir aber Level 18. Noch zwei Levels, okay. Also machen wir noch mehr auf ihm. Ihn nicht. Er bekommt gar nicht mehr Leben über. Das ist ein bisschen ein Problem. Die Verteidigung geht aber nach oben. Ich möchte gerne selber ein bisschen casten. Ich nehme mal den Kettenblitz zuerst. So, und die Hydra ist da zu teuer. Ah, ich habe ja noch ihn. So, jetzt. Blöde Hydra. Also hier eben nichts. Ja, wir müssen das in die Richtung. Dachte ich schon. Komm doch nicht nach oben. So. Also schauen wir mal. Jo. Nicht stark, aber... nicht geskillt. Okay, wir sind völlig falsch gelaufen. Also wieder zurück. Weiß man ja nie am Anfang, weil als Zufall generiert ist. Na gut. Ja, wenn nur die Mana-Kosten nicht so hoch wären. Uff, wie machen wir jetzt das? Wir haben ja auf, wir sind ja auf Wärme gegangen, also setzen wir das mal kurz ein, einmal. So, sehr gut. Bitte nicht wieder töten. Gebannt. Ah, eine Eldenergie ist nicht gut genug. Also wirklich ganz am Anfang geht es nur nach links. Genau, ihn wollte ich einsetzen. So, wieder beschwören, bitte. Geht's wirklich nur ganz oben weiter. Eieiei. Also es kann... Nein, es ist nicht mehr beide Räume da oben drüber. Wir werden das schnell finden. Und zwar irgendwo hier. Muss eines von beiden sein und dann oben drüber rechts.
Weil so groß sind die Gebiete nicht mehr. Hey, lass mich doch abhauen. Ich schlage immer irgendwelche Gegner, die ich nicht will. Man kann leider das nicht. Man könnte werfen. Und dann sagt sie mir... Ja, sie sagt dann immer etwas. Es gibt immer noch keinen... Wir könnten Telekinese. Und dann sammeln wir immer wieder... Wir casten bei Türen das immer wieder. Ja. Okay, schade. Das ist ein bisschen nervig, wenn man da so große... ja, auswählt. Reichweiten hatte. Man kann einfach nicht mehr weglaufen. Komm, jetzt lauf du mal ein bisschen besser zur Tür, ey. Oh. Meine Güte, einmal ein Feuerball und schon habe ich ein Lolo. Ist nicht so gut. Ich auch für den Druiden. Einfach anschauen. Ja, ziemlich unnütz so. Ja, genau. Wie viel kommen jetzt noch? Ziemlich schwer so. Also ja. Ich finde, beim Druiden sind sie ein bisschen intelligenter und greifen schneller an, aber bei ihr sind Beschwörungen echt sehr langsam und sehen nicht weit. Macht sie einfach immer irgendwo feststeckend. So, Eisklon, Wärme. Ja, ist besser. Also, der neue ist schlechter als der alte. Magiefund. Sehr gut. Schön, dass es nicht mehr heißt, zu anfällig. Das ist ein anderer Stat. Chance, magischen Gegenstand zu finden oder so. Magiefund ist ein bisschen besser. Zwar findet man auch Rare und Unix besser natürlich, aber immerhin kurz und bündig. Also ich finde Akt 1 so für die NPCs viel schwieriger als Akt 2 und so. Ich wusste es, dass da der Raum ist. So, und dann können wir gleich hier auch wieder runter. Oh, das ist aber schön angenehm. Wow. Ja, das Spiel ist alt. Es gibt so ganz wichtige Qualitätsfeature gibt es einfach in Diablo 2 nicht. Das hat auch Resurrected nicht gemacht und macht auch Remodeled nicht. Zum Beispiel, was soll ich machen, wenn die 5 oder 6 Inventar, also Kistenfächer, voll sind? Ich kann ja fast nicht Twinks machen, weil die haben nur das Inventar und die eigene Kiste dann. Was soll ich dann machen, oder? Ich sammle gerne Items. Und bin dann so eingeschränkt. Kann ich ja gar nie jedes Mal die Items zeigen, die ich droge oder so. Irgendwann ist voll. Ja, ich spiele übrigens bei meinem Vater noch das normale Classic Diablo mit Pluggy 14, also 1.14D oder so. Und hey, wie schießen die, hey. Unglaublich stark. Also das, muss ich sagen, ist das schlechteste Feature in Remodded, dass die so unglaublichen Schaden jetzt machen. Was denkt sich eigentlich der Entwickler? Man spielt nie irgendwelche Begleiter. Man tut immer ausweichen oder so. Das ist echt frech. So, also. Ah ja, ich wollte mal noch kurz. Ja, schon zu spät, aber bringt immerhin ein bisschen. Ja, und dann ging mir das. So, aber meine Güte, muss man da immer schwer diese Base auswählen.
Naja, es ist eben nicht alles gut. Jo, aber beim Akt 2 macht dann richtig viel Spaß. Ob Akt 3 auch viel Spaß macht? Ja, ich denke schon. Und hoffentlich sieht er wirklich gut aus. Aber ich habe eigentlich, jo, zuerst in der Wurmgruft und im Schlangentempel farmen wollen, dann ist das nicht. Ja, es gab einfach zu wenig Items, die gedroppt sind. Dann bin ich in die geheime Zuflucht und dort, ja, gibt es einfach auch sehr starke Magier. Und dann bin ich ins, ja, ins Tal der Tempeling wieder gegangen. Und dort, jo, sind dann die Items eigentlich gut gedroppt. Also am besten so lange spielen, bis ihr dort seid, ab Ende Akt 2. Vor allem Duriel droppt meistens ein, ja, Set-Item. So, dann haben wir die nächste Mission, in die Kanalisation hier zu kommen gehen. Schon wieder Katan Siegelring. Rhaegar is not amused mit den Tropfen. Okay. Hier müssen wir einfach ein bisschen aufpassen auf die Bogenschützen. Ich gehe, denke ich, mal hier rein, aber meistens ist es auf dem anderen, auf der anderen Seite. Jo. Und auf die Mumien muss man ein bisschen aufpassen. Also ich denke, ich tue wirklich eine Frostsphäre dann. Und auf Wärme. Das immer am besten einsetzen. Ungefähr. Ah, ich habe die Karte nicht mehr. So. Ich glaube, hier geht es aber nicht weiter. Ja, muss kurz schauen. Also im zweiten Untergeschoss der Kanalisation gibt es dann die Bogenschützen eher. So, jetzt haben wir als 17, genau. Also, Blitz ist nicht so gut. Leichenblume auch nicht, das ist eine gleiche. Ich könnte Frostnova ab und zu einsetzen. Polidaritätswissen. Ich könnte. Genau, die Mana-Kosten gehen runter bei Hydra. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich müsste wie Hydra eigentlich mehr einsetzen. Aber die Mana-Kosten sind immer noch sehr hoch. Ich könnte wirklich auf Hydra gehen. Wenn man so bedenkt, wie stark Hydra ist, oder? Hydra Frostsphäre oder so. Hydra Blizzard. Gibt es Blizzard, glaube ich schon. Aber Hydra ist vor allem einfach das Targeting von schweren Geschossgegnern wie Mumien oder Zauberer. Sehr wichtig. Ja, ein bisschen langsam sind wir noch. Gut. Hier also nicht. Dachte schon kurz, es ist richtig, aber nein, es ist hier nicht richtig. Sind wir wahrscheinlich falsch gelaufen. Hier oben ist wahrscheinlich der andere Eingang. Es ist ziemlich schwer zu wissen, wo man lang muss. Eben durch dieses Zufallsprinzip. Aber ja. Also Hydra wird manchmal nicht gecastet, wenn man nicht sieht, direkt hinsieht. Aber dein Zauber ist ziemlich stark gewesen. Ist von der. Kann die jetzt Eisgeschosse oder so schießen? Blitzgeschosse schießt sie. Okay. Das ist der Anfang. Oh, wir sind falsch gelaufen. Ja, nach oben ist es meistens nicht. Also.
verwundert mich jetzt, dass man direkt nach oben muss. Ich bin meistens irgendwie nach unten gegangen und es war richtig. Kommen automatisch nach. So, also. Jetzt aber richtig. Ich glaube, die hat auch nur zwei Ebenen jetzt. Genau, und die Blitzgegner sind ziemlich stark. Diese Bogenschützen. Gang, ich gehe hier nach links, also nicht in die Richtung, wo die Gegner eigentlich wollen. Mich senden. Gut. So, dann haben wir mal den einen Rare besiegt. Ja, ich hab zu wenig Mana. Also der Blitz, der Wüstensöldner, der ist nicht so lohnenswert. Schauen wir dann einfach nach 3 noch. Ob der Söldner besser ist, oder lassen wir sie, aber sie haltet nicht viel aus, die Jäger. Okay. Gutes Händchen behalten. Weil hier, der Wegpunkt eigentlich meistens schwer zu finden ist. Es gibt nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Unbedingt Mana bekommen. Ganz gut, ich weiß, dass ihr viel Schaden machen könnt. Ich muss langsam die Mana trinken. Auch wenn jetzt gerade die große Mumie gerade am Ende kommt. Mann, übertreib's nicht. Ja, ist tot. Der Jedi ist tot. Hat doch ziemlich gute Resistenzen durch die Rüstung und die Dinger. Charms, Zauber. Aha, es geht doch noch ins Level 3. Kann ich mich gar nicht mehr so erinnern. So. Hier gehe ich, glaube ich, noch rechts. Muss ja nicht mehr nehmen, so auf. Genau, und in diesem Level kommen diese Feuerskelette. Keine Bogenschützen mehr. Also wenn ich jetzt auswählen könnte zwischen diesem Yeti und dem Bären und vielleicht noch einem der Golems, dann würde ich wahrscheinlich den Bären irgendwie bevorzugen, auch wenn er nicht Aoe-Attacken hat. Der ist für mich irgendwie effizienter. Weil den habe ich auf Level 1 und den Wolf habe ich, glaube ich, auf Level 3 oder so. Und der ist zwar aggressiver, aber bekommt dadurch auch viel mehr Schaden über. Und das ist ein bisschen blöde. Aber wenn ich ihn nicht leveln würde, würde er die ganze Zeit sterben, dann müsste ich ihn gar nicht einsetzen. Ich tue lieber ihn, weil er auch mehr Schaden macht scheinbar. Okay, mach nicht mehr Schaden, aber wegen der Schnelligkeit ist er einfach effektiver im Schaden. Also Dot ist wahrscheinlich höher.
auch hier nicht. Hm. Vielleicht hier oben. Hallo. Ich weiß ja nicht, aber die greifen manchmal echt nicht an. Also wenn ich Zeit habe, mache ich einfach nochmals eine Necromancer mit Skeletten. Die sind hoffentlich zahlreicher und effizienter, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich mache mal einen Barbaren. Da habe ich ein paar Skills gesehen, wie zum Beispiel Exoskelett, was mich interessiert. Ist das das neue mehr Ausdauer, wie es heißt? Kann sein. So, hier ist der Adamant. Gut, besiegt haben wir ihn. Was ist jetzt Kopf? Ein Reif. Ne, ein Reif auf dem Kopf. Mit Mana pro Treffer, cool. So, also was können wir jetzt noch scannen? Wir haben jetzt noch ein Level zu wenig. Und dann können wir meistens nur eine einsetzen. Deshalb mache ich nochmal einen Hydra, dass das besser wird. Und irgendwann scannen wir halt um. Sie da auf erhebe die Hölle. Was ist denn das für ein Zauber? Habe ich nicht nachgeschaut. Essenzen ziehen. Erhöhter Atemschaden. Feuersturm. Also es gibt ein Spell, das sehr gut ist übrigens, bei Feuer. Das müsste... der hier seine Überhitzung. Kostet aber 75. Der ist cool. Erhöhte Raketengeschwindigkeit. Aber kostet zu viel, lieber Hydra. Ist ein bisschen effizienter dann. So, ich tue jetzt einfach mal alle rein. Droppen. Den möchte ich gerne upgraded haben. So, und hier auch einfach rein droppen. Und Katans Ring hat nochmals zum dritten Mal. So. Genau, die Gold immer rein tun am besten. So, und ja, wie es ab in die Wüste geht, das werden wir dann im nächsten Part schauen. Wieso können wir das nicht ausgeben direkt? Seid gegrüßt. Ich nehme kurz die Tränke. So. Und was ist das Edelsteinvene? Fügt eine Aufbewahrungstasche 20 Edelsteine hinzu. Welche Aufbewahrungstasche? Die da? Jetzt will ich mal kurz schauen. Das möchte ich noch kurz schauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein paar Gamer rein tue, upgraden die auch? Ah, falsch Knopf. Edelsteine 1, 2, 3. Und wenn ich jetzt droppe... wie kann man die wieder rauskasten? Ja, jetzt habe ich sie hier drin und kann sie nicht mehr rauskasten oder was? Jetzt habe ich mehr drin, ja. Keine Ahnung. Okay, egal. So, also, Dankeschön fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Und ja, dann geht's weiter durch die Wüste. Tschüss.